Hallo! Bevor wir mit dem Video vom Lesemonat starten, noch eine kleine Info an euch. Wer mein Neuzugänge-Video nicht gesehen hat, wird diese Info noch nicht haben. Ich mache eine kleine YouTube-Pause. Das heißt, es wird in den nächsten Wochen etwas stiller auf diesem Kanal werden. Wer jetzt genau wissen will, wieso, weshalb, warum, schaut mal bitte im Neuzugänge-Video vorbei. Da erzähle ich 2, 3 Sachen dazu. Aber ich verschwinde nicht für immer und ich verschwinde auch nicht sofort, denn es werden noch 3 Rezensionsvideos an dieser Stelle kommen. Und ja, ich komme auf jeden Fall zurück, aber ich brauche halt einfach mal eine Pause. Und das habe ich vergessen, gerade eben beim Lesemonat, wo ich den gedreht habe, noch mal mit zu erwähnen. Deswegen schneide ich das jetzt hier einfach vorne mit rein und ja, starte jetzt mit dem Lesemonat und sage bis dann. Hallo ihr Lieben, wie versprochen bekommt ihr heute noch den Lesemonat vom Juli von mir und ich habe im Juli ein bisschen was gelesen, da ist ein bisschen was zusammengekommen, aber der Juli war für mich auch der Monat der Fortsetzungen. Also ich habe im Juli fast nur Fortsetzungen gelesen und daher kann ich euch zu den Büchern im Allgemeinen nicht viel sagen, weil es Fortsetzungen sind, außer bei den Liebesromanen, das sind in sich abgeschlossene Geschichten, aber das erzähle ich euch dann gleich und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem E-Book, was ich im Juli gelesen habe, bevor ich das wieder vergesse. Ihr wisst, E-Books und ich, naja, reden wir nicht weiter drüber. Auf jeden Fall ist das E-Book, was ich gelesen habe, ein Rezensionsexemplar gewesen von der lieben Niki und zwar der 2. Teil der Rock und Love Me Reihe, nämlich Damien. Und ich würde zu dem Buch nicht allzu viel sagen, da ich da ja eine Rezension zugemacht habe. Und wenn euch das Buch interessiert, dann schaut einfach in die Rezension. Genauso würde ich es mit den anderen beiden Rezensionsexemplaren handhaben, weil was soll ich alles 100-mal erzählen, wenn ihr die Videos hier habt. Und wenn es euch interessiert, dann klickt einfach da drauf. So, auf jeden Fall habe ich Damien gelesen, den 2. Teil der Rock und Love Me Reihe von der lieben Niki Kiso. Ich kann nur sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Ich fand das sehr, sehr witzig geschrieben. Ich habe viel gelacht bei der Geschichte und ich fand Damien in seiner ganzen Art und Weise wirklich einfach nur entzückend. Am Anfang ist er so der richtige Macho-Typ und der Typ, der halt wirklich das auch raushängen lässt und du denkst ja einfach nur so, bitte. Aber dann lernt man ihn besser kennen und man lernt hinter seine Fassade zu blicken und man stellt dann halt fest, dass er doch ein ganz, ganz toller Mensch ist. Und ja, das kann ich nur sagen, hat mir in dem Buch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich hatte so ein paar kleine Schwierigkeiten mit der Protagonistin während der Geschichte. Da war sie mir so ein bisschen unsympathisch. Das hat sich dann zum Ende hin wieder gebessert, aber es war halt streckenweise mit mir und ihr ein bisschen schwierig. Im Großen und Ganzen geht es in dem Buch auch darum, dass Damien Mitglied der Band Remember Tonight ist. Diese ist sehr erfolgreich und er ist Gitarrist und Background-Sänger, also er ist nicht der Leadsänger. Und ja, er hat ein Problem, denn sein Tattoo-Termin soll ausfallen, den er jedes Jahr am gleichen Tag hat und das geht für ihn gar nicht und der kleine Angestellte im Laden ist ein bisschen verzweifelt und ruft seine Kollegin an, Tamara, und bittet sie um Hilfe und sie kommt dann auch herbeigeeilt. Sie wohnt nur ein paar Straßen weiter von dem Tattoo-Studio entfernt, Gott sei Dank, und ja, bietet dann halt Damien an, für ihn das Tattoo zu machen, was er haben möchte, und damit ist er erst nicht so einverstanden, weil er eigentlich immer bei einem anderen Tätowierer ist und nach ewigen Diskussionen und hin und her, ja, lässt er sich dann von ihr aber doch tätowieren und ja, das ist kein normaler Tätowiertermin. Was dabei alles passiert und was die Konsequenzen daraus sind, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, schaut im Video vorbei, da gehe ich auch nochmal genauer auf den Inhalt ein. Aber an dieser Stelle soll es das einfach gewesen sein. Ich kann nur sagen, das Buch hat mir gut gefallen. Ich freue mich jetzt auf den 3. und auch auf den 4. Teil dieser Reihe. Diese werden aber erst nächstes Jahr erscheinen, glaube ich. Es war nächstes Jahr, Niki, ne? Es war nächstes Jahr. Und ja, wenn ihr gerne Rockstar-Geschichten lest, schaut euch Damien und auch Blake den 1. Teil auf jeden Fall an. Ich kann es euch nur empfehlen. Und ja, mehr kann ich dazu an dieser Stelle auch nicht sagen. Ich würde sagen, wir machen auch gleich weiter mit den Rezi-Exemplaren. Ich habe im Juli noch gelesen den 4. Teil von Dark Elements. Wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, fand ich dieses Buch einfach nur toll. Ich liebe Jennifer Armentrout, ich liebe ihre Geschichten, ich liebe den Stil ihrer Geschichten. Ich finde es einfach nur immer wieder, ich finde es einfach immer wieder cool, was sie für Geschichten raushaut. Und es war einfach toll. Ich liebe das Buch, ich liebe die Charaktere, ich fand den Verlauf der Geschichte unglaublich gut, ich fand die Protagonistin einfach mega genial. Was soll ich euch dazu noch sagen? Es ist halt Jennifer Armentrout, sie ist meine Queen und das wird sie für immer bleiben, denn sie schreibt Geschichten on point, mein Geschmack. Und ich raste jedes Mal aus, wenn ein Buch von ihr rauskommt und erscheint und ich freue mich da über jede Geschichte, die kommt. Jetzt im September kommt ja der 2. Teil, nee, der 3. Teil von Golden Dynasty und da freue ich mich auch schon so unglaublich drauf, denn ich glaube, das wird auch richtig, richtig gut. Das wird verdammt gut. Das könnte der beste Teil der Reihe werden. Ich bete dafür. Ich fand ja die ersten beiden schon gut, aber ach, der 3. Ich habe das Gefühl, der 3. wird der beste.
Bitte. So, zurück zu Dark Elements. In Dark Elements geht es ja um Gargoyles und Dämonen und diese bekriegen sich und dann gibt es da auch noch Erzengel und noch andere Dinge. Und es ist jetzt so, dass Dark Elements 4 das Spin-off ist zu Dark Elements. Also die ersten drei Teile sind eine Geschichte für sich. Und jetzt im vierten Teil haben wir einen anderen Protagonisten wie in den ersten drei Teilen. Es geht hier nämlich um Zane. Und Zane ist ein Gargoyle-Wächter und ja, Zane lernt dann Trinity kennen und Trinity ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und was Trinity ist, das verrate ich euch an dieser Stelle natürlich nicht. Und ja, die beiden werden dann zusammen in Sachen hineingezogen. Nennen wir es einfach mal so, es passieren Dinge und die beiden werden in eine Situation hineingezogen, wo sie dann halt auch zusammenarbeiten müssen. Und ja, was dann am Ende mit den beiden passiert, das ist natürlich, worum es in diesem Buch geht, also wie immer. Und ja, ich kann nur sagen, ich liebe Dark Elements, ist meine absolute Lieblingsreihe von Jennifer Armentrout. Und auch der vierte Teil hat mir wieder bestätigt, warum. Weil ich einfach die Idee hinter der Geschichte so toll finde, weil ich das Setting so toll finde, weil ich die Charaktere so toll finde. Oh mein Gott, die Charaktere sind so gut. Sie sind so gut. Auch die Nebencharaktere sind einfach mega. Und ich liebe Bambi und Bambi kam hier wieder drin vor. Alle, die jetzt nicht wissen, wer da was Bambi ist, lest die Reihe. Ich verrate es euch nicht. Und ja, wenn ihr mehr zu Dark Elements wissen wollt, dann schaut in meinem Video dazu vorbei. Ich will jetzt auch hier nicht wieder allzu viel sagen, weil ich ja alles schon erzählt habe. Ich kann nur sagen, ich liebe den vierten Teil, genau wie die ersten drei. Eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ich freue mich hier echt drauf, wenn es dann weitergeht, was wahrscheinlich dann das nächste Jahr der Fall sein wird. Aber egal, ich warte. Bei Jennifer Armentrout ist jeder Tag, jeder Monat, den man auf ein Buch wartet, das ist es auf jeden Fall wert. Und diese Frau ist ja sowieso eine Maschine, so viel wie diese Frau schreibt im Jahr. Das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist einfach nur verdammt Wahnsinn, was diese Frau alles schreibt im Jahr. So. So viel zu Dark Elements, sonst verliere ich mich wieder und quatsche und quatsche und quatsche und quatsche und ich werde hier wieder nicht fertig. Ja, kommen wir zum nächsten Rezensionsexemplar, was ich im Juli gelesen habe und das war auch das letzte vom Juli und das war auch die Enttäuschung des Monats. Und zwar habe ich gelesen Show Me the Stars von Kira Moon. Ich habe mich sehr, sehr lange auf diese Geschichte gefreut, seit letztes Jahr Oktober, seit der Buchmesse. Da habe ich das allererste Mal von dieser Geschichte gehört und ich war vom ersten Moment an extrem gespannt auf die Geschichte. Wo ich das gehört habe, worum es dort geht und ich habe mir das alles so wahnsinnig toll vorgestellt und ich habe einfach so gehofft, dass das eine wahnsinnig tolle Geschichte wird, aber leider konnte diese Geschichte mich persönlich nicht abholen. Mir haben hier komplett die Emotionen gefehlt, ich konnte mich nicht in die Charaktere hineinversetzen, ich konnte mich in die Charaktere nicht hineinfühlen, ich habe diese Liebesgeschichte überhaupt null verstanden, das war überhaupt nicht meins. Das einzig Positive, was ich zu diesem Buch sagen kann, ist, dass es ein unglaublich tolles Setting hat. Die Autorin beschreibt Orte wie kein anderer, wirklich, das Setting ist mega. Das ist einfach nur mega. Also wer gerne Bücher liest mit tollen Orten und tollen Settings, mit tollen Beschreibungen, der sollte sich das Buch auf jeden Fall angucken. Aber als Liebesgeschichte, die es ja eigentlich sein soll, hat es mir persönlich nicht gefallen. Ich fand es nicht gut. Diese Liebesgeschichte war überhaupt nicht meins. Die Charaktere waren mir einfach zu blass. Man hat nicht mitbekommen, was bei ihm, bei Kier eigentlich los ist. Der war für mich wie ein Fremder. Und auch bei ihr, bei Liv ist sie. Auch bei Liv, ich konnte nicht mit ihr fühlen. Ich weiß nicht warum. Ich kann nicht genau ausmachen, woran das lag, aber die Charaktere waren einfach nicht meins. Was den Verlauf der Geschichte und das Ganze betraf, war es okay. Es war keine Geschichte, wo ich sage, wow, mega Plot-Twist am Ende oder das war eine mega überraschende Wendung da drin. Die Geschichte ist schon sehr vorhersehbar, aber das sind viele Liebesgeschichten und das ist auch nicht das, was mich gestört hat. Also von der Geschichte her war es okay. Wie gesagt, es war kein Buch, was mich vom Verlauf her umgehauen hat, wo ich sage, oh mein Gott, den Plot Twist habe ich nicht kommen sehen. Aber wie gesagt, was für mich halt der große, große Punkt war, waren einfach die Charaktere. Und die Charaktere waren für mich einfach zu blass und das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und ja, mehr möchte ich an dieser Stelle zu diesem Buch auch nicht sagen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei, da gehe ich auch nochmal genau auf zwei, drei Sachen ein, was da genau los war in dem Buch und warum es mir nicht gefallen hat. Und ja, war für mich leider die Enttäuschung des Monats. Ich werde diese Reihe hier auch nicht weiterlesen, leider. Also ich habe mich dazu entschieden, hier nicht weiterzulesen, denn das interessiert mich auch überhaupt nicht, was mit der Protagonistin aus dem zweiten und aus dem dritten Teil ist. Also man erfährt hier im ersten Teil schon, um wen es im zweiten und im dritten Teil geht. Man lernt diese Charaktere schon kennen, aber es interessiert mich einfach nicht. Die Autorin hat es leider nicht geschafft, mich dahingehend wirklich zu fesseln, dass ich wissen will, was ist da los? Was passiert mit den Charakteren? Was haben die für eine Geschichte? Was steckt da dahinter?
Das hat die Autorin hier für mich leider nicht geschafft und deswegen bin ich bei dieser Geschichte leider raus, so leid wie es mir tut, aber es ist halt einfach nicht meins. Ich habe ganz, ganz viele positive Rezensionen und Feedbacks zu der Geschichte gesehen und ja, nur weil es mir nicht gefallen hat, heißt es ja nicht, dass es euch auch nicht gefällt. Schaut euch die Leseprobe einfach mal an, wenn ihr euch unsicher seid und dann entscheidet ihr bitte für euch, ob ihr dieses Buch lesen möchtet oder nicht. Ich kann ja immer nur meine Meinung sagen und euch Empfehlungen geben, wenn mir was gefallen hat oder euch sagen, wenn mir was nicht gefallen hat. Okay, kommen wir jetzt zu den Büchern, die meine Bücher sind und das waren eigentlich größtenteils alles, es waren eigentlich alles Subbücher. Ich habe Bücher von meinem Sub gelesen. Okay, die meisten Bücher habe ich dieses Jahr gekauft, aber sie waren auf meinem Sub. Also, fangen wir, würde ich sagen, mal mit den Fortsetzungen hier an. Und zwar habe ich gelesen den 7. und den 8. Teil der Green Mountain Serie, damit ich auch auf aktuellem Stand bin jetzt im September, wenn der neue Teil kommt. Da kommt ja jetzt der 9. Teil raus. Im 8. Teil geht es um Grayson Coleman und um Emma? Emma? Wie ist sie Emma? Emma Mulvaney, genau. Und ich muss auch hier sagen, dass die Geschichte okay war. Es ist keine berauschende Geschichte, aber ich fand die Geschichte ganz süß. Also die beiden Charaktere waren schon irgendwie süß. Es ging halt nur in dieser Geschichte alles verdammt schnell. Also es ging wahnsinnig schnell mit den beiden in dieser Geschichte. Ich habe mir da aber nur gedacht, okay, die beiden sind halt auch schon in einem gewissen Alter und wenn es dann funktioniert, funktioniert es halt. Was will man da ewig warten und rummachen, dann ist das halt einfach so bei den beiden. In dieser Geschichte geht es um Grayson Coleman. Er ist Rechtsanwalt und gehört zur Abbott-Familie. Er ist der Cousin quasi der Abbotts und Grayson hat ganz, ganz lange als erfolgreicher Anwalt in Boston oder war es Chicago? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er in einer großen Stadt gearbeitet als erfolgreicher Anwalt und möchte jetzt gerne nach Hause zurückkehren und in Butler eine eigene Anwaltskanzlei eröffnen, um halt auch einfach wieder näher bei der Familie zu sein, denn das hat ihm in den letzten Jahren einfach gefehlt. Und ja, er lernt jetzt an Weihnachten Emma Mulvaney kennen. Emma ist die Schwester von... Verdammt, wer heißt sie? Ich habe ihren Namen vergessen. Oh fuck, ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe den Namen vergessen von ihr. Auf jeden Fall, Emmas Schwester ist die Protagonistin aus dem 3. Teil. Und der Name ist mir gerade komplett entfallen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ich muss nachher mal gucken. Auf jeden Fall ist Emma deswegen an Weihnachten auch bei den Abbotts, weil ihre Schwester halt auch dort ist, weil sie ja mit einem von den Abbotts zusammen ist. Macht das Sinn? Ich glaube ja. Auf jeden Fall lernen die beiden sich dort kennen und unterhalten sich den ganzen Abend und merken sofort, dass sie auf einer Wellenlänge sind. Und beide fühlen sich auch sofort zueinander hingezogen und verbringen dann auch die Ferien quasi miteinander und lernen sich halt immer besser kennen und entwickeln auch Gefühle füreinander. Nur es ist halt so, dass auch die schönsten Ferien irgendwann mal vorbei sind und Emma muss wieder nach Hause, nach New York. Und beiden fällt der Abschied sehr, sehr schwer und Grayson tut daraufhin einen Entschluss fassen. Und ja, was das für ein Entschluss ist, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht und was mit den beiden am Ende passiert, das erfahrt ihr, wenn ihr dieses Buch lest. Es ist keine Geschichte, die mich absolut umgehauen hat, die mich extrem begeistert hat. Das ist ein toller, weiterer, niedlicher Teil dieser Reihe. Wie gesagt, diese ganze Reihe sind ja Geschichten, die man super so zwischendurch mit lesen kann. Also es sind keine extrem fesselnden Geschichten, es sind keine extrem dramatischen Geschichten oder Geschichten mit einem Megaplot oder sowas. Es sind einfach süße, niedliche Liebesgeschichten, die einen so ein bisschen das Herz erwärmen und ja, die man einfach so zum Entspannen super lesen kann. Und das hat das Buch auf jeden Fall bei mir geschafft. Ich habe mich entspannt, ich habe abgeschaltet, ich habe das Buch auch unglaublich schnell gelesen, denn Mary Force hat einen wahnsinnig tollen Schreibstil, also die Übersetzung hier ist mega gut und ja, ich fand das Buch ganz süß, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, ist aber auch kein schlechtes Buch. Also wer diese Reihe liest, sollte sich den 7. Teil auch auf jeden Fall angucken. So, dann habe ich den 8. Teil noch gelesen im Juli, weil ich einfach dann auf aktuellen Stand sein wollte für September, wenn der neue Teil kommt. Und der 8. Teil ist, wie ihr seht, ein recht dünner Teil. Es ist auch der dünnste Teil bisher von allen. Denn der 8. Teil ist mehr so ein Zwischenteil, würde ich jetzt eigentlich auch eher sagen. Denn es geht hier um den Vater von Cameron und um Mary aus dem Green Mountain Store. Und man hat in den letzten Teilen, in den ersten 7, schon mitbekommen, dass zwischen den beiden irgendwas passiert ist und dass die so miteinander angebandelt haben. Und ja, das ist es, worum es in dieser Geschichte geht. Man erfährt quasi nochmal, wie das mit den beiden angefangen hat, was mit den beiden genau los ist, wie sie sich am Ende entschieden haben. Und es ist kein Buch, was man zwingend lesen muss für diese Reihe, aber halt so zur Vollständigkeit halber gehört es halt dazu. Ich habe das Buch geschenkt bekommen. Ich hätte es mir sicherlich auch so gekauft, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich habe es von meiner Arbeitskollegin geschenkt bekommen. Die hat es sich gekauft und hat dann gesagt, ach,
nee, ich brauche das nicht. Und dann hat sie es mir vermacht und das fand ich sehr, sehr lieb und sehr, sehr cool. Danke, Katrin, an dieser Stelle nochmal für das Buch. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich fand den achten Teil süß. Es ist wieder keine Geschichte, die einen extrem umhaut. Es sind niedliche Liebesgeschichten. Dieses Buch hat auch nur 270 Seiten, also man hat es auch mega schnell gelesen. So quasi ein Lesenachmittag und flutsch, das Buch ist weg. Und ja, ist eine süße Geschichte. Für mich gehört sie dazu. Ich freue mich jetzt aber erstmal auf den neunten Teil, der jetzt kommt. Da geht es um Wade und um Mia. Und was bei den beiden so los ist, das erfährt man schon im zweiten oder dritten Teil. Wird man da schon quasi so ein bisschen angeteasert. Und das taucht immer mal wieder auf, so mit den beiden, dass halt irgendwas war und irgendwas ist. Und ja, jetzt bekommt man die Geschichte von den beiden. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich da schon sehr. Ich freue mich da schon wirklich richtig dolle drauf auf die Geschichte und ja, werde mir das Buch im September, wenn es erscheint, dann auf jeden Fall auch holen und lesen und euch dann natürlich berichten, wie mir der neunte Teil gefallen hat. Und ja, machen wir jetzt weiter mit der nächsten Reihe, die ich beendet habe in diesem Monat. Und zwar habe ich gelesen den achten und neunten Teil. Ist das jetzt richtig rum? Nee, andersrum. Das ist der achte und das ist der neunte Teil der Diamonds for Love-Reihe. Diese Reihe ist mit 9 Teilen abgeschlossen, was ich auch gut finde. Ich bin natürlich ein bisschen traurig, dass diese Bücher jetzt abgeschlossen sind, denn auch die Diamonds for Love Bücher sind wirklich wahnsinnig tolle Liebesgeschichten. Die sind wie die hier. Also das sind schnuffelige Liebesgeschichten, die man einfach extrem gut zwischendurch mitlesen kann. In der Reihe geht es ja um die Familie Bennett und die Familie Bennett hat 9 Geschwister, deswegen auch 9 Bücher. Und ja, in jedem Buch geht es halt um einen anderen der Geschwister und im achten Teil geht es um Daniel Bennett und um seine Ex-Freundin Caroline und die beiden haben sich damals auf der Uni kennengelernt, sind ein Paar geworden und haben sich dann halt getrennt, weil sie beide entschieden haben, ihr Leben über ihre Beziehung zu stellen und haben dann halt an anderen Orten im Land studiert und haben dann halt gesagt, Fernbeziehung wollen wir beide nicht und haben sich deswegen getrennt und irgendwie haben die beiden sich nie aus den Augen verloren und beide merken jetzt, dass ihre Liebe irgendwie immer noch da ist. Und ja, Daniel tut dann einen Entschluss fassen. Und was das für ein Entschluss ist und was das mit Caroline zu tun hat, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich kann nur sagen, dass der achte Teil mir gut gefallen hat. Das ist auch kein Teil, wo ich sage, der war wahnsinnig gut. Es war auch wieder eine absolut schnuffige Liebesgeschichte. Super gut für zwischendurch. Ist jetzt aber, wie gesagt, kein Buch, was mich umhaut. Es gehört für mich zur Reihe dazu. Ich fand das Buch süß. Ich fand auch das Ende richtig goldig, was da passiert ist. Und ja, mehr kann ich euch zu diesem Buch ja auch nicht sagen, weil es ist eigentlich ja immer das Gleiche, ne? Liebesgeschichten sind vom Aufbau her halt auch immer gleich. Was soll ich euch da jedes Mal das Gleiche erzählen? Ist halt so. Ist genau wie hier beim neunten Teil. Da geht es um das Nesthäkchen Summer Bennett. Und Summer tut freiwillig für ein Kinderheim arbeiten, also ehrenamtlich. Und sie organisiert jetzt für das Kinderheim quasi wie so eine, wie so ein Ferienlager und lernt aber vorher Alexander Westbrook kennen. Er ist ein großer Schauspieler und sie hat es halt geschafft, über ihren Bruder Daniel mit ihm in Kontakt zu kommen, dass er halt das Waisenhaus besucht und er ist quasi ein Schauspieler für Superheldenfilme und die Kinder freuen sich halt mega, ihn zu sehen. Und ja, sie lädt dann halt Alexander auch mit in das Ferienlager ein. Oder besser gesagt, er lädt sich mit in das Ferienlager ein und bietet ihr das halt an, dort mit hinzukommen und den Kindern so ein bisschen Unterricht zu geben. Und das findet sie halt sehr, sehr cool. Und ja, was dann in diesem Ferienlager mit den beiden alles passiert, das ist es, worum es im Endeffekt geht. Und auch hier kann ich sagen, dass mir die Geschichte gut gefallen hat. War wieder absolut niedlich und süß zu sehen, was mit den beiden so los ist. Genau wie hier, genau wie in der Green Mountain Serie. Und ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen traurig, dass diese Reihe jetzt vorbei ist, aber ich bin auch froh, dass diese Reihe vorbei ist. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich glaube ja. Ich glaube, man kann das verstehen. Jetzt bin ich vor mein Stativ geknallt, Entschuldigung. Also ich glaube, man kann das verstehen, weil so lange Reihen immer mit dem gleichen Umfeld ist schon ein bisschen schwierig, das Ganze dann halt auch spannend zu halten. Und ich finde, man merkt halt auch hier in den Büchern, wie der Autorin zum Ende hin so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, gefühlt. Also der dritte Teil war mega gut, das ist mein absoluter Lieblingsteil von der Reihe Pippa. Eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und ja, man hat dann halt so nach und nach gemerkt, dass ihr so vielleicht auch so ein bisschen rund um die Familie das Ganze so ein bisschen so, ja, es war halt immer das Gleiche, ne? Und ich glaube, man will als Autor auch irgendwann mal wieder was anderes schreiben. Und deswegen bin ich halt auch froh, dass diese Bücher hier zu Ende sind, dass diese Reihe beendet ist. Es gibt noch eine Spin-off-Reihe quasi zu dieser hier. Ich habe keine Ahnung, ob der Piper Verlag diese übersetzen wird. Wenn der Verlag sie übersetzen würde, würde ich sie auf jeden Fall lesen, denn
Leila Haken hat einen wirklich wahnsinnig tollen Schreibstil. Man fliegt nur so durch die Seiten bei den Büchern und sie schreibt nicht überdramatisiert, sie schreibt nicht zu viel Kitsch rein, sie schreibt nicht zu viel Romantik rein. Ich finde, Leila Haken findet exakt die Waage bei ihren Büchern, was jetzt halt den Realismus und den Kitsch und das Ganze betrifft. Also ich finde, diese Bücher sind jetzt nicht zu kitschig und auch nicht zu schmalzig, sondern sie halten da perfekt die Waage. Und ich finde, Leila Haken hat einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Und jeder, der gerne Liebesgeschichten liest, mit so ein bisschen Erotik auch, dem kann ich die Diamonds to Love-Reihe vom ersten bis zum letzten Teil wirklich nur empfehlen. Ihr müsst die Bücher nicht in der Reihenfolge lesen, genau wie hier. Also bei der Green Mountain Serie und auch bei der Diamonds to Love-Reihe ist es völlig egal, in welcher Reihenfolge ihr im Endeffekt die Geschichte lest. Natürlich macht es Sinn, von 1 bis Ende durchzulesen, weil ja natürlich auch immer eine gewisse Zeit in den Geschichten vergeht und Pärchen Nummer 1 hat in Buch Nummer 6 dann schon ein Kind. Das kann dann auf jeden Fall halt zu Verwirrungen führen und deswegen rate ich immer, lest die Bücher auch in der Reihenfolge, wie sie auch erschienen sind. Und man hat jetzt gar nicht gemerkt, dass mein Akku einfach abgeschmiert ist, also falls ich jetzt gerade einen leicht anderen Blickwinkel habe wie eben. Mein Akku ist gerade abgeschmiert, ich muss unbedingt den Akku wechseln. Ja, aber so viel zu diesem Liebesroman. Was soll ich dazu euch erzählen? Es sind einfach tolle Liebesgeschichten, die mir sehr gut gefallen haben, die ich super gern für zwischendurch mitlese und die ich euch auch immer wieder nur ans Herz legen kann. Sonst hätte ich nicht so viele Teile davon gelesen. So, zwei Bücher habe ich noch und zwar habe ich gelesen noch den dritten Teil von Fire and Frost. Das ist der letzte Teil dieser Trilogie und ich finde, das ist ein guter Abschluss gewesen für die Reihe. Das Ende war ein bisschen strange streckenweise. Ich habe also ein, zwei Absätze habe ich zweimal gelesen, weil ich nicht gleich gerafft habe, wie da was passiert ist. Aber ich habe das Problem öfters bei Fantasy-Büchern, dass ich immer nicht raffe, was passiert jetzt hier eigentlich gerade. Und dann muss ich halt Absätze zweimal lesen. Aber das war nicht schlimm. Im Großen und Ganzen hat mir die Geschichte gut gefallen. Es geht ja hier immer noch um Ruby, die eine Fireblood ist und um Arcus, der ein Frostblood ist. Und diese beiden sind eigentlich Feinde. Aber die beiden schließen sich zusammen, denn es gibt einen größeren Feind, nämlich den Gott Eurus. Ist er Eurus? 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 Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Typen ausspricht. Und dieser Gott will Verderben über die komplette Menschheit bringen. Und die beiden müssen halt versuchen, das Ganze zu verhindern. Und das ist es, worum es in dieser Reihe geht, so im ganz Groben. Und ich möchte euch nicht mehr zur Geschichte verraten, sonst würde ich euch spoilern. Mir hat der dritte Teil sehr gut gefallen. Ich fand Ruby wieder richtig toll. Ich fand Arcus richtig toll. Ich konnte das alles verstehen und nachvollziehen. Der Inhalt war für mich super, der Verlauf war für mich super. Ich fand das Setting wieder super. Ich fand einfach alles super an diesem Buch. Ich mag die komplette Reihe sehr und vom Cover her gefällt mir das vom ersten Teil immer noch am besten, möchte ich mal anmerken. Und ja, ich habe noch eine Reihe beendet. Ich überlege gerade, was ich euch zu diesem Buch sagen kann, ohne dass ich irgendwie zu viel verrate. Aber selbst wenn ich euch den Rückband vorlese, seid ihr gespoilert auf die ersten beiden Teile und das möchte ich nicht. Deswegen, ja, kann ich euch zum Inhalt nicht mehr sagen. Wie gesagt, von den Charakteren her fand ich es toll. Ruby ist eine ganz, ganz tolle Protagonistin in der Reihe und sie trägt das Ganze auch super. Sie hat Ängste, sie hat Zweifel und ich finde es einfach super gemacht. Auch was hier im dritten Buch alles noch passiert, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch Arcus als ihr Gegenpart, einfach toll. Ein toller Mann, kann man nicht anders sagen. Und ja, was soll ich euch zu Fire and Frost noch sagen? Also ich habe die Reihe gelesen, ich habe sie beendet, ich fand sie großartig. Wer gerne Jugendhigh-Fantasy liest, dem kann ich das hier einfach nur empfehlen. Es ist eine tolle Mädchen-High-Fantasy-Geschichte. Die Liebesgeschichte steht jetzt hier nicht unbedingt im Fokus. Ich sage immer Mädchen-High-Fantasy, wenn die Liebesgeschichte ein bisschen weiter im Fokus steht als die eigentliche Geschichte. Aber ich würde schon sagen, es ist Mädchen-High-Fantasy, denn die Liebesgeschichte spielt hier natürlich eine gewisse Rolle. Aber sie steht jetzt nicht wie bei Das Reich der Sieben Höfe oder so, so extrem im Fokus. Das jetzt nicht, aber ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Und ja, wer gerne solche Geschichten liest und solche Bücher mag, den kann ich das hier nur empfehlen. Wer mehr wissen möchte zur Reihe und zum Inhalt, der sollte sich mein Video angucken vom ersten Teil. Wenn ich es finde und beim Schneiden dran denke, verlinke ich es euch unten einfach nochmal mit in der Infobox. Dann könnt ihr da nochmal reingucken. Aber ich kann halt nur sagen, dass mir das Ganze sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mich sehr gefreut habe, diese Reihe zu lesen. Und ja, ich gespannt bin, was von der Autorin vielleicht auch alles noch kommt. Und ich habe eine Reihe beendet. Ich freue mich immer, wenn ich Reihen beende. Und ja, diese Reihe ist für mich jetzt auf jeden Fall abgeschlossen. Eine weniger auf meiner Liste. Wuhu! Ich weiß nicht, ich habe bei Reihen lese ich absolut gerne erste Teile, aber absolut ungern letzte Teile.
Egal was das ist, auch bei der Diamonds for Love-Reihe beim letzten Teil, habe ich so gedacht, so, oh, ist ein schönes Buch, aber eigentlich will ich es nicht lesen, weil dann ist diese Reihe vorbei. Aber andererseits freut man sich natürlich auch immer, wenn man eine Reihe abgeschlossen hat. Das ist wirklich immer so ein lachendes und so ein tränendes Auge, wenn man so eine Reihe verlässt. Deswegen freue ich mich immer über Spin-Offs, weil man dann in diese Welt zurückkehrt, aber eine komplett neue Geschichte bekommt. Ich liebe Spin-Offs. Ich bin dafür wie geschaffen. Ein Buch habe ich noch, was ich im Juli gelesen habe, und zwar war das ein Reread. Und zwar habe ich gelesen den ersten Teil der Black Blade-Reihe von Jennifer Estep, und ich schlage das Buch auf und denke so, oh, du hast das ja sogar signiert. Ich konnte mich da nicht mehr dran erinnern, dass ich mir das damals habe signieren lassen. Ich weiß noch, dass ich Spinnenkuss mir habe signieren lassen, aber bei Black Blade konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, auf jeden Fall habe ich Black Blade nochmal gelesen, weil ich habe den zweiten und auch den dritten Teil hier schon zu Hause rumliegen gehabt und habe die ewig nicht gelesen. Die suppten hier so vor sich hin und ich habe mir gesagt, dieses Jahr, du liest jetzt dieses Jahr diese Reihe, das sind nur 3 Bücher, die wirst du jetzt verdammt nochmal hinkriegen. Habe jetzt im Juli den ersten Teil gelesen und habe den im Juli auch beendet. Habe dann im Juli noch den zweiten Teil angefangen, habe den aber im Juli nicht mehr beendet bekommen, sondern erst im August. Und habe aber jetzt auch im August schon den dritten Teil gelesen. Ist das andersrum? Nee, wartet mal so rum. Das ist der zweite und das ist der dritte. Also der blaue ist der dritte. Und ja, habe jetzt im August den dritten Teil gelesen und beendet. Und da ich ja keinen Lesemonat zum August mache, dachte ich mir, erzähle ich kurz, wie mir die Reihe im Großen und Ganzen gefallen hat. Ich fand die Reihe wirklich süß. Es ist keine Reihe, die mich extrem begeistern konnte, wo ich sage, oh mein Gott, das ist so eine gute Reihe. Das war aber auch bei der Frost-Reihe von Jennifer Estep bei mir nicht der Fall. Ich fand die Bücher durchweg alle gut. Sie haben mich gut unterhalten, sie haben mir gut gefallen, aber es ist keine Reihe, wo ich ausraste. Also wer gerne Jugend-Urban-Fantasy-Geschichten liest und gerne auch mal Geschichten liest, die nicht jetzt immer nur spannend sind und nur dramatisch und nur das, sondern wer jetzt sagt, okay, die Geschichte darf auch mal so ein bisschen vor sich hin plätschern und mal so ein bisschen ruhiger sein, dem werden diese Bücher auf jeden Fall gefallen. Diese Geschichte hat schon ihre spannenden Momente und auch ihre actionreichen Momente und auch ihre schmalzigen Momente. Aber es ist trotzdem für mich eine Reihe, wo ich sage, sie ist okay, aber sie bringt mich jetzt halt auch nicht zu Begeisterungsstürmen, so wie bei Fire and Frost. Fire and Frost war wirklich so eine Reihe, wo ich sage, die war mega gut. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Bei Black Blade würde ich sagen, ja, wer Bock auf sowas hat, der sollte sich das Ganze mal angucken. Aber es ist jetzt keine Reihe, die man unbedingt lesen muss. Aber wie gesagt, ich habe sie jetzt gelesen, ich habe diese Reihe beendet. Ich freue mich, dass ich diese Reihe beendet habe. Ich bin mit dem Ende auch wirklich sehr, sehr fein. Ich fand es sehr, sehr spannend, was hier am Ende passiert ist. Ich verstehe jetzt auch, warum hier das da drauf ist. Ich habe mich immer gedacht, was ist denn das da? Warum ist das denn da drauf? Aber ja, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, was das da ist und was das bedeutet. Und ja, ich kann euch ja mal ganz kurz den Rückband vorlesen, worum es in dieser Reihe eigentlich geht. Denn ich kriege das jetzt, glaube ich, gerade nicht hin, den ersten euch zusammenzufassen, ohne euch zu viel vom zweiten und dritten zu verraten. Na, Milo, bist du wach? Milo ist wach. Ja, ich lese euch einfach mal vor, worum es geht. Mein Name ist Lila Meriwether und ich bin sowas wie der weibliche Robin Hood der Stadt. Nur, dass bei mir die Armen nichts zurückbekommen. Dank meiner geheimen magischen Talente kann ich so ziemlich alles stehlen, was ich will und bekomme dafür auch noch eine satte Belohnung. Ich bin jung, selbstständig, frei. Jedenfalls, bis ich einen Fehler mache und einem reichen Jungen das Leben rette. Jetzt soll ausgerechnet ich seine Leibwächterin werden. Und irgendwer hat es auf den Kerl abgesehen. Das ist im Groben und Ganzen auch schon, worum es in dieser Reihe geht. Es geht um Lila, die alleine ist und als Diebin arbeitet, um sich über Wasser zu halten. Und sie rettet dann Devin Sinclair das Leben. Und Devin ist quasi der Erbe einer der wichtigsten Familien in der Stadt. Es gibt dort 5 große Familien, die sind wie die Mafia-Familien quasi. Und die haben die Stadt unter sich aufgeteilt. Jede Familie hat dort so ihr Revier. Und diese Familien bekriegen sich halt auch untereinander. Und auf Devin war halt ein Mordanschlag verübt worden. Und Lila hat das Ganze verhindert. Und jetzt soll sie halt Devins Leibwächterin werden. Obwohl sie halt mit den Familien nie etwas zu tun haben wollte. Denn ihre Mutter war Leibwächterin und ist gestorben. Und wurde von einer der Familien getötet. Und deswegen hat Lila halt immer versucht, sich davon fernzuhalten. Und macht jetzt aber trotzdem den Deal mit Claudia Sinclair, der Mutter von Devin, und arbeitet dann für sie. Und was Lila halt alles erlebt und ob sie schlussendlich auch ihre Rache für ihre Mutter bekommt, der Grund, weshalb sie dort anheuert, das ist schlussendlich, worum es in dieser Reihe geht. Also Lila möchte im Prinzip eigentlich nur in Ruhe leben und halt Rache nehmen für ihre Mutter. Und ja,
ich finde die Reihe wirklich schön. Mir hat sie gut gefallen. Ich, wie gesagt, raste jetzt hier nicht aus vor Begeisterungsstürmen und sage, oh mein Gott, das ist eine so gute Reihe. Aber sie ist toll. Mir hat sie gut gefallen, mich hat sie gut unterhalten. Und wer gerne Urban-Fantasy-Geschichten liest, die so ein bisschen auch mal ruhiger sind, der sollte sich diese Bücher auf jeden Fall angucken. Alle anderen lasst die Finger weg, euch wird sonst zu langweilig. So, ich habe jetzt überlegt, euch noch ein Buch zu zeigen, was ich jetzt im August auch gelesen habe, da ich ja im August keinen Lesemonat habe, mich aber schon verdammt viele Leute gefragt haben, ob ich das Buch dann schon gelesen habe. War das jetzt ein sinnvoller Satz? Ich glaube nicht, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und zwar wurde ich schon des Öfteren gefragt, ob ich denn schon Hold gelesen habe von Helena Hunting und wie mir das Ganze gefallen hat. Und ja, da ich ja jetzt, wie gesagt, dann in Pause gehe und im August keinen Lesemonat machen werde und ich das Ganze jetzt im August gelesen habe, dachte ich mir, nehme ich Hold jetzt noch mit in dieses Video und sage euch kurz, wie mir das Ganze gefallen hat und ja, worum es in diesem Buch eigentlich geht, für alle, die das Buch nicht kennen. Hold ist der dritte Teil der Miles Brothers Reihe oder Mills Brothers Reihe und unser Protagonist in dieser Geschichte, Pierce, ist keiner der Mills Brothers, sondern... Ich habe dann auch gedacht, wie gehört das Ganze denn jetzt dann zusammen? Und zwar ist Pierce der Bruder von der Protagonistin aus dem zweiten Teil und die ist mit einem der Mills Brothers verlobt. Jetzt, nach dem zweiten Teil. So, so gehört Pierce auf jeden Fall in diese Mills Brothers Reihe. Obwohl er kein Mills Brother ist, aber seine Schwester halt quasi. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, wie gehört er denn da dazu? Und als ich es dann kapiert habe, dachte ich so, okay, das macht Sinn. Auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte um Ryan Sutter und Ryan ist ein Zwilling und sie hat eine Schwester, die heißt Marley. Und die beiden sind vom Charakter her ein bisschen unterschiedlich und ja, eines Tages steht Ryan im Supermarkt und guckt sich gerade nach ihrem Lieblingsmüsli um, als ein Typ sie anquatscht und sie beschuldigt, dass sie seinen Wagen gerammt hätte. Und sie ist erstmal total so schockiert und entsetzt, dass der Typ sie da einfach anspricht und sie beschuldigt und denkt in dem Moment auch überhaupt nicht drüber nach, dass es ihre Schwester gewesen sein könnte und kriegt sich mit dem Typ so ein bisschen in die Haare und ja, Marley taucht dann irgendwann auf und sagt zu ihrer Schwester, wir müssten jetzt gehen, sofort, wir hauen jetzt hier ab. Und ja, dann flüchten die beiden vor dem Fremden und ja, Ryan stellt dann aber fest, dass sie auf der Flucht vergessen hat, ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen zu nehmen und die jetzt noch im Supermarkt ist bei dem Typen. Und ja, natürlich kommt der Typ prompt auf den Parkplatz gelatscht mit ihrer Handtasche und stellt die beiden zur Rede. Und dieser Typ ist natürlich Pierce. Und natürlich ist es so, dass Marley den Wagen von Pierce angefahren hat und Fahrerflucht begangen hat. Und ja, Ryan findet das alles so gar nicht lustig und sie ist quasi die Finanzverwalterin von den beiden Schwestern, denn sie haben zusammen eine Firma, sie sind Immobilienmakler und arbeiten jetzt gerade darauf hin, genug Geld zu sparen durch Immobilienverkäufe, da sie selber quasi ein Haus kaufen können, das renovieren können und gewinnbringend gleich wieder verkaufen können. Das nennt sich Hausflipping oder sowas, hieß das in dem Buch. Auf jeden Fall arbeiten die beiden halt darauf hin, dass sie das endlich machen können, weil man damit halt schneller viel Geld verdienen kann. Und deswegen pisst es Ryan natürlich sehr, sehr an, dass Marley den Wagen angefahren hat und dann auch noch Fahrerflucht begangen hat. Und ja, sie einigt sich dann mit Pierce. Und die beiden kommen dann in dieser Situation auf dem Parkplatz aber nicht so richtig auf einen Nenner und tauschen dann Nummern aus und verabreden sich dann für später nochmal, um das Ganze dann zu klären und den Scheck zu übergeben mit dem Geld, was sie für die Reparaturen bezahlen sollen. Und ja, auf jeden Fall treffen sich Ryan und Pierce dann später nochmal. Und ja... Die beiden treffen dann immer wieder aufeinander in der Geschichte quasi, in den ungünstigsten Situationen, möchte ich auch sagen. Und beide merken dann halt schon, dass sie den anderen doch recht attraktiv finden und dass sie mit dem anderen eigentlich auch sehr gut klarkommen so auf einer Wellenlänge sind. Und ja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, was mit den beiden dann passiert und ja, wie es dann halt am Ende ausgeht und was da alles noch so drumherum passiert. Das ist schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Es spielt auch noch eine alte Familiengeschichte dort mit rein und ja, mehr möchte ich dazu jetzt, glaube ich, auch nicht sagen. Steht noch irgendwas auf dem Rückband, was ich jetzt vergessen habe? Nein, es steht nur hinten drauf, dass Ryan sich eigentlich von Männern fernhalten wollte, gerade von so attraktiven wie Pierce, denn man kann sich bei diesen Männern nur den Finger verbrennen und das Herzchen brechen. Ja, also mehr sage ich jetzt euch zum Inhalt nicht. Ich kann nur sagen, dass mir der dritte Teil der Reihe nicht so gut gefallen hat wie der zweite, noch nicht so gut wie der erste. Ich fand das Buch immer noch mega witzig und mega unterhaltsam und ich fand auch die Charaktere immer noch toll und ich mag auch dieses Buch unglaublich,
Aber es war nicht so gut wie der zweite und der erste. Also die beiden waren definitiv besser. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Bei mir ist der Funke nicht so übergesprungen wie im ersten und im zweiten Teil. Also der zweite Teil, da geht, glaube ich, nichts drüber. Der war noch besser wie der erste. Und beim ersten Teil, wenn ich an diese eine Situation am Anfang denke, auf der Bühne, oh Gott, das ist immer noch so Fremdschämen ohne Ende, ne, wenn man das liest. Und das hat, glaube ich, so bei dem Buch hier so ein bisschen nicht gefehlt. Aber irgendwie ist der Funke bei mir einfach nicht übergesprungen. Obwohl ich Ryan als Protagonistin wirklich sehr, sehr toll fand und auch sehr, sehr sympathisch fand und mich auch super in sie hineinversetzen konnte und auch super mit ihr mitfühlen konnte, ist bei mir irgendwie der Funke nicht übergesprungen, auch was Pierce betrifft nicht. Ich meine, Pierce ist ein super heißer, ganz toller Mann, aber trotzdem irgendwie war Lexington da irgendwie besser, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat mir der dritte Teil wieder sehr gut gefallen. Ich kann diese Reihe wirklich jedem nur empfehlen, sie zu lesen. Wirklich, wirklich jedem. Da es ein erotischer Liebesroman ist, vielleicht nicht jedem, vielleicht so ab 16. Und ja, ich mag die Bücher. Ich mag auch den dritten Teil, aber mir hat der erste und zweite auf jeden Fall besser gefallen. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Es gibt noch Teile, die noch nicht übersetzt worden sind. Es gibt rein theoretisch auch noch einen Teil zu Griffin, dem dritten der Miles Brothers, aber ich glaube, das ist nur eine Kurznovelle. Und ich glaube aber, diese Kurznovelle ist auch ins Deutsche noch nicht übersetzt. Lass mich mal ganz kurz gucken. Es gibt noch Teil 1,5 Kiss. Aber da geht es, glaube ich, um die Hochzeit von Ruby. Ich glaube, das ist nicht die Geschichte von Griffin. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine Novelle, wo es um Griffin geht. Und dann gibt es auf jeden Fall noch einen weiteren Teil, der zu dieser Reihe gehört. Ich glaube, da geht es um den Bruder von Pierce. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ja, auf jeden Fall ist die Geschichte ja... Auf jeden Fall ist diese Reihe hoffentlich noch nicht vorbei und ich hoffe, dass der Verlag auch die weiteren Teile und alles, was es dazu noch gibt, mit übersetzen wird. Ich finde, Helena Hunting schreibt so tolle, witzige Geschichten. Ein Träumchen. Ein Träumchen, ein Träumchen. Ich kann euch, wie gesagt, diese Reihe und dieses Buch auch wirklich nur empfehlen. Schaut euch das Ganze mal an, schaut mal in die Leseprobe rein. Wer die Leseprobe liest, wird sich totlachen und dranbleiben. Und ja, Helena Hunting hat einfach den richtigen Sinn für Humor. Den komplett richtigen Sinn. Und sie schreibt einfach so tolle, peinliche Situationen, die tatsächlich ja aber auch so passieren könnten. Und ich glaube, deswegen kann man sich da auch so gut hineinversetzen, weil jeder von uns denkt so, sag mal, das könnte mir auch passieren. Scheiße, was nun? Und ich glaube, man kann das halt einfach gut nachvollziehen. Und ich glaube, deswegen empfindet man das halt auch so witzig. Weil ich glaube, so Fremdschämen-Komik finden wir doch alle irgendwie lustig, wenn anderen peinliche Dinge passieren und man drüber lachen kann. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, außer dass mir Holt wieder sehr gut gefallen hat. Ich finde den dritten Teil richtig, richtig cool. Hat, wie gesagt, mich aber nicht so hundertprozentig überzeugt wie der erste und der zweite Teil. Aber trotzdem, tolle Handlung, tolle Charaktere, wahnsinnig tolles Setting. Das Setting ist richtig cool. Und ja, ein Schreibstil, der perfekt ist. Locker, leicht und einfach, super witzig, absolut charmant und romantisch. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das war mein Lesemonat vom Juli und schon ein paar Büchlein aus dem August noch mit. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr Bücher daraus kennt und schon gelesen habt, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und jetzt nicht allzu traurig sein, es kommen ja jetzt noch 3 Videos, bevor ich mich in die Pause verabschiede. Also bis dann, macht's gut, tschüss!